jetzt da los? High Society Rises, was jetzt? Was geht denn jetzt ab? Okay, ich mach einfach mit, warum nicht? Hashtag High Society Rises. Ich mach einfach mit, ey, vielleicht gewinne ich ja jetzt was. Wir sind ja nicht immer alleine. Hä? Was soll, soll ich jetzt? Dennis, ich brauche dein Sponsoring nicht mehr. Ich bin jetzt reich. Okay. Spaß. Digga, was passiert hier? What the fuck? Ja, Community, ne? Bist du Community? Ever. Crazy. Glückwunsch. Bruder? Bruder, was los? Bruder, deine Community wünscht dir alles Gute zum Geburtstag und bedankt sich für alles, was du für uns gemacht hast. Du bist ein Vorbild und eine Inspiration für sehr viele, daher dieses kleine Geschenk von uns allen. Kleine Geschenk? Seid ihr irre? Seid ihr irre? Ein kleines Geschenk? Alter, damit kann ich mir 9 richtig gute Reiskocher kaufen, Alter. Mit Reis? Mit Reis inklusive. Für ein ganzes Jahr. Alter! Krass. Das ist natürlich auch ein kleines Investment natürlich an Highspace in Corporate. Alter, was geht? Da ist noch ein Link dazu. Da müssen wir drauf klicken. Virus. Aber beide gleichzeitig einfach, ne? Virus. Alter, was geht? Das ist ja wirklich ein Virus. Guck mal, warum. Happy Birthday. Hä, warum ist das nicht auf mein normales YouTube? Das ist nicht auf mein normales YouTube. Okay. Ja, vielleicht wegen. Nein, das ist jetzt kein Virus, aber. Hä? Weird. Alter, was geht? Ich will switchen jetzt. Ja, Moment. Was? Ey, Digga. Ich muss jetzt mal klarkommen, Dennis. Was ist das? Das ist heftig. Was ist denn? Was geht um meine Community, ey? Bruder, mein Herz pocht schon so ein bisschen, ne? Ich bin jetzt mega verwirrt gerade. Okay, also ihr wisst ja, ich bin ja so der Experte in Sachen Sachen verschieben. Okay, ich habe alles gemacht. Die singen besser als ich, eindeutig. Wie viele Stimmen hörst du raus? Oh mein Gott, wie süß! Wie talentiert die auch alle sind! Skä! An dem Lied beteiligt waren Peter, Karl, Philo, Lars, Sternchen, Jasper Magic, Geige, Fenja, Karl, The Magician, Philo, Karl, Gitarre. Mega talentiert hier alle, ne? Organisation, Schnitt und Arrangement, Philo, vielen Dank an Philipp, also Twins, wer nicht Twins kennt, ist Philipp, für die Unterstützung. Alter, ich habe gerade ein bisschen Kopfschmerzen bekommen, weil ich gerade das nicht verarbeiten kann. Alter, krass, ey. Bim, bim. Machen wir jetzt auch eine BTS-Crew auf? Ja, machen wir eine BTS-Crew auf. An der Donations beteiligt waren Ehrenkoch, Jones, Dan, Ninja, Evie, Karl, Lars, Peter, FFG, also FC Jesus, Philipp, nochmal Karl, Organisation, Philipp und Lea, also Ashia, also ist Lea. Ich kenne die nach. Crazy, Leute, ey. Bruder. Oh, schöner Geburtstag. Nicht weinen. Ehrenleute.
Ich bin euch fucking dankbar und ich hätte nicht gedacht, dass ich damals, als ich damals angefangen habe mit einem, bevor ich dich kannte, bevor ich alle kannte, bevor ich euch kannte, dass ich eines Tages solche tolle Menschen kennenlernen darf und solche Menschen meine Freunde und meine Community nennen darf. Und ja, bin euch unendlich dankbar dafür, dass ihr einfach da seid so und ich auf euch zählen kann. Das Gleiche könnt ihr natürlich von mir erwarten. Auch wenn ihr wisst, dass ich nicht immer so halt extrem aktiv bin, aber ihr wisst, bei Livestream und so weiter nehme ich mir gerne die Zeit für euch und rede gerne mit euch, schreibe gerne mit euch und interagiere gerne mit euch so viel wie möglich. Von daher, ich bin gesegnet mit tollen Menschen und tollen Erinnerungen und freue mich auf die Zukunft und ja, ihr könnt euch freuen, weil es ist, freut euch, da kommen auf jeden Fall richtig, richtig geile Sachen auf euch zu. Die Leute schreiben, schau weiter. Ah, ich sag weiter, Bruder. Ja, ich... Mann! Korgi! Ey, das hat sich so etabliert, dieses Ende, ne? Ende! Dennis! Vor allem den Korgi, ne? Also das Ding ist, wenn ihr jetzt mir den Korgi geschenkt habt, dann wäre ich wahrscheinlich wirklich gestorben. Was hast du denn mit dem Hund? Ich darf nicht. Ach, du willst einen haben? Ich will einen, aber ich darf nicht. Die wissen ganz genau, welchen Korgi haben will. Korgi oder Chino Inu. Aber die sind so süß, ne? Die wissen alles, ey. Komisch. Och, Alter, mein Herz, ne? Ja, ich werde mich wahrscheinlich... Ich werde gleich weinen. Brauche mich nicht trösten, alles gut. Nein, ich werde wahrscheinlich offstreamen, weil ich also wahrscheinlich... Ich bin dann da. Ja, ich werde das mal an Dennis ausweinen. Ich hatte dieses Gespräch tatsächlich auch letztens mit Marc gehabt. Okay. Weil Marc hat ab und zu, also Marc Weide, ne? Ich mache halt echt oft Real Talk mit denen so ein bisschen und ihm ist halt aufgefallen, dass ich ein sehr positiver und bescheidene Person bin. Aber ich realisiere das halt immer nicht. Zum Beispiel jetzt das hier, ich frage mich auch, womit habe ich das verdient zum Beispiel? Und dann habe ich lange mit Marc gestern mal gesprochen und so und es ist wirklich krass, dass mir das selbst nicht auffällt. Aber dass es von anderen hören muss, damit ich erst selber checke. Ja, warum? Klar, sowieso. Ja. Du nimmst dich ja immer selber anders wahr, als andere dich wahrnehmen. So, das ist menschlich. Ja, aber ich wusste halt nicht, dass ich halt so. Siehst ja, dass ich anscheinend denen was so gegeben habe, was. Was ich nicht wusste, dass es so krass ist. Du bist schon lange online, auch mal mit aktiver oder inaktiver mal, aber hast eine Personality, muss man doch so sagen. Ja, wie gesagt, man nimmt es halt nicht wahr, also ich habe es nicht wahrgenommen. Aber jetzt, sowas zeigt er wieder, hör mal. Tja, also ich kann mir versprechen, dass ich mich nicht ändern werde, das sage ich immer wieder und meine Freunde, die bis Anfang bis hier sind, die kann mir bis heute bestätigen, dass ich mich nicht durch irgendwelche Sachen beeinflussen lasse oder mein Charakter irgendwie dann abfärbt dadurch. Ich werde treu bleiben, auch mein Charakter und auch zu meinen Leuten gegenüber. Und ja, ich glaube, dass ich werde es euch wieder beweisen müssen, auch über die Jahre und werde auch immer für euch da sein, wenn irgendwas sein sollte und freue mich, dass wir da gemeinsam die Wege beschreiten können. Also nochmal wirklich von Herzen ein riesiges Dankeschön. Ich hab's gesehen, ich musste fast ist ausgebrochen, dann habe ich noch zügeln können. Das ist ja auch heftig. Ich kann das nicht. Also es ist natürlich auch privatbedingt, dass ich da nicht so öffentlich oder so weinen kann, weil es nicht geht bei mir. Das hat mich schon sehr emotional getroffen. Ja, ich bin da gleichzeitig ein bisschen brainlag, weiß gar nicht, was ich sagen soll.